Oder sind wir schon? Alter, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Wo kommen die denn her? Stufe 4, es sollte eigentlich gehen. Meine Fresse. Wow, hat er viel gebracht. Mein Gott. Ja, ist wieder zu weit weg, ey. Ach, da ist doch schon wieder ein scheiß Magier bei. Meine Güte, ey. Und da sind noch mehr Gegner, ey. Warte mal eine Sekunde. Vampirberührung kann ich machen, bringt mir aber jetzt gerade nicht viel. Wieso kann ich den nicht teleportieren, weil ich nicht genug AP hab? Ne, kann ich nicht. Ja, dann warte ich noch ein bisschen, oder? Ja. Oder? Komm, hau den einfach weg jetzt, ey. Ja, nochmal. Genau, Alter. Der ist hingefallen. Ziel ist so weit entfernt, mein Gott. Und nochmal einfrieren. Nam 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 nam.
der ist fast down. Der Entweihung machen wir mal. Schade. Ja, wahrscheinlich weil die untot sind, deswegen geht das nicht. Nahkampfangriffshaltung plus. Vernichtende Faust. So, die schlimmsten Gegner sind schon mal weg. So, er steht wieder auf. Schade, ich dachte, das würde da hinten auch noch treffen, aber anscheinend nicht. Aber wir haben eigentlich sowieso schon gewonnen. Eigentlich. Müssen wir nur noch diese zwei Schweinchen da töten. Zombie-Schweine. Ja, wir müssen da aber irgendwie reinkommen. Aber die werden alle hinfallen. Oh nein, warte mal. Oh ne, okay, hat nichts. Ist nichts passiert, okay. Ich dachte, dass, wenn das jetzt hier durchgeht, dass es dann auch anfängt zu elektrifizieren, diese Wolke. Aber ist ja nichts passiert. Ja, die werden jetzt alle stolpern, Mann. Scheiß Eis jetzt. Sehr gut. Beide Male getroffen. Das ist gut. Schade. Gut. Und down. Ach, Gott sei Dank, wir haben fast keine Verluste gemacht eigentlich. Eigentlich haben wir gar keine gemacht. Aber ich muss mal wieder heilen, ey. Vor allem diese Madora. Hier ist sie. Thank you.
Okay, oh, was haben wir hier? Fähigkeitenbuch der helfenden Hand. Achso, das ist das, was die Madura auch schon hat. Ja, kann man nehmen, wenn man will. Kann man lernen, wenn man will. Drei Frontkämpferfähigkeiten, nein. Eingeweide. Tierhaut, rohes Fleisch. Gealterte Lederarmschienen brauchen wir nicht. Hasenpfote. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht oben, könnte sein. Aber hier war doch klar, hier war das doch, wo wir gekämpft haben zum Anfang. Mit der Höhle. Mal kurz heilen. Speichern. Wir sind schon bald Level 5, Leute. Krank. Widerlicher Tunnel. Ob ich hier rein will? Also noch sehe ich keine Gegner. Oh. Finally, you've come. The others, they're... But wait, where is Mendius? Or Anna? You're not one of the fabulous five. That's it. We're dead. Ach, ist das hier die Höhle mit den... Damned automaton. It'll kill us all. Mit der Maschine. I'm just a farmer down on his luck. The fabulous five. They promised me adventure and riches. But what lurks here? It is certain death. They tricked us. We'll never survive. Fabulous, ha! Fabulously lying, cheating dogs is what they are. They sent me and my mates to this cave to deal with what was supposed to be an erratic little piece of wizardry. But it turns out to be a real killer, a murderous machine. What did they expect from us? I never held a sword before in my life. They said they'd be right behind us, show us the ropes. But they never showed, and now look at us. We are either dead or dying. Oh please, I implore you. If you can, save my friends. They're still there in the dark, desperately trying to make a stand against that beast of steel. Uh-huh. Nothing much. He's some kind of wizard, isn't he? All I know is that that monstrosity down there has his signature engraved on it. He's responsible for the madness that haunts this place. And I'll bet he's just as demented as the contraptions he creates. Das ist anscheinend die Höhle. Warrior, if ever I saw one. Please. Die Frage ist, hat das viel für eine Stufe? Was ist das, wo ist der Gegner überhaupt? Hier geht's raus. Wieder. Da ist die, oder? Nee, und total. Oh! Stufe. Alter. What the actual fuck? Ja, ich weiß es nicht, Leute. Wir können es versuchen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappen wird. Was ist das für ein Hebel? Fällt dann hier irgendwas runter und das... Es sind auch so viele andere Gegner hier. Zwei Magier, ein Schütze.
Was haben die vor? Sind auch Stufe 6 Gegner, ne? Die sind ja schon ganz schön hart. Also sie sind alle Stufe 6. Also erstmal den Kampf auf eine Person. Ach, die helfen mit, nice. Ja, Madora, du kannst von da hinten schon alles machen. Außer kämpfen. Jetzt wird's böse. Oh oh. Alter, was? Also ich glaube, am besten ist das erst, wenn wir dieses Riesending hier kaputt machen. Weil das ist ja unglaublich. Schade. Fehlgeschlagen. Platt. Alter, dieses Scheißvieh ist gleich wieder dran. Der wird uns so zerstören. Ja, komm, Alter. Zu stark. Stufe 6 ist gegen Stufe 4, das ist eigentlich schon unmöglich. Noch unmöglich. Komm, das lasse ich noch. Nett gemeint, aber nö. Er macht einen Angriff alle weg. Krank. Gucken, was wir hier haben. Ach, jetzt sind wir hier oben wieder, ne? Ja. So, kann mir irgendeiner jetzt freundlicherweise sagen, wie ich da hinkomme? Ich hasse es gerade unheimlich. Wie komme ich zu diesem verkackten Dreckstrand, ey?
Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Gucken, was hier ist. Wassermühle. So, jetzt stehen sie da doof rum, schön. Hier ist eine Truhe. Eine verzierte Truhe. Oh, schon wieder. Sind da schon wieder Gegner? Nee, ne? Nee, okay. Aber es sind Untote. Tread lightly, will ya? Any sudden movement is liable to give Blossius there a heart attack. Or, you know, a rib attack. Well, who we are now is certainly different from who we used to be. We were elite soldiers, Blossius and I. Two troops in a regiment of Selenia's finest guards. We agreed to inspect this church. Selenia had an inkling the undead outbreak might have started here. And while we never completed our mission, I'm certain she was right. Near the bridge just behind us, an undead monstrosity has made its own hellscape around a shrine of bones used for gods know what terrible purpose. Perhaps to control each of the ghouls that haunt these lands. Same as what happened to us. Partly, anyhow. We were lost trying to gain ground against the molten devil king presiding over the courtyard behind us. One of our soldiers ingeniously applied a piece of equipment to the ground, clearing a temporary path through the lava. Her plan seemed to work and we made progress into the Hellbeast's arena, but soon we were too far in with no way out. I've never felt heat like that before, Source Hunter. I've never felt fire in and through my skin, my sinews. And then we were all of us little more than bones. But it was only Blossius and I whose souls awoke in our skeletons once more. The rest remain where they collapsed. The Legion's best skilled fighters. Burnt bones beneath a broken turnip cart. Uh-huh. Who are you? Stay! This haunted yard is terrifying enough without you scaring the marrow out of me. To answer your question, my partner and I were part of an ill-fated cohort of legionnaires sent by Lieutenant Selenia to inspect this church. I suspect the eerie goings-on at that very church for why Livia and I are trapped in our bones instead of prancing about the Hall of Echoes right now. And I do mean trapped. Oh, what I give to see my... Oh! What is that? Phew. I thought I had a zombie. As I was saying, oh, what I'd give to see my darling wife, Marissa, once more. My cuddly, waddly doodle pop. Light of my life. Fire of my flesh. Since I'm good as dead, I'd do anything to be able to deliver one final letter to my dear Marissa. If I tried to go back to civilization, though, I'd be zapped, speared, or smashed on sight. It rattles my bones just imagining it. Say, you're alive. Heartbeat, squishy parts and all. Perhaps you could deliver it for me. Just remember this is a prize. Ja, machen wir. Kein Problem. Wenn wir es überhaupt dahin schaffen. Stufe 8. Können wir vergessen. Wo ist es nur einer, oder? Ne, es sind mehrere. Ja, das können wir vergessen. Stufe 8, ey. Meine Fresse. Warum sind die alle so hoch, ey? Wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt mal nach oben. Machen hier die Gegner kalt, die hier waren.